Guten Morgen! Ich weiß, ihr habt lange nichts von uns gehört und heute ist auch ein ganz, ganz anderes Video als sonst, denn wir machen ein Testvideo. Wir haben neues Kameraequipment und wollen einfach mal euch mitnehmen, wie wir unseren Bus nach unserer Spanien-Tour waschen. Und auch ganz, ganz seltsam, das Video wird wahrscheinlich vor den anderen Spanien-Videos etc. kommen, aber es war einfach nicht anders zu machen. Der Grund, warum wir die letzten Wochen nicht großartig was aufnehmen konnten, war zum einen, dass wir geschäftlich extrem eingebunden waren und zum anderen hat es mich dann auch noch erwischt nach unserem 50-Kilometer-Marsch. Ich lag mit Fieber im Bett und war dann alles andere als motiviert, noch ein Video aufzudrehen. Ja, und jetzt nehmen wir euch einfach mal mit, waschen den Bus und schauen einfach mal, wie die Kameraausstattung funktioniert. Möchtest du noch was ergänzen? Nein. Okay, los dann geht's. Bis später. Ciao. Guck dir das an, der ist dreckig wie Sau, der Bus. Gut, dass er ein Video ist und kein Riechorgan. Das, die Kamera hat die neue, weil die Leute würden sofort wieder abschalten. So, dann lass uns mal testen, ob wir während wir aufnehmen auch einen Kamerawechsel machen können. Ja, es geht, das dreht direkt. Sehr schön. Okay. So, wir sind bei der Waschanlage angekommen. Und wollten kurz zahlen, wir können aber erst nach dem Waschen zahlen, deshalb fahren wir jetzt rein. Ja, ist immer unterschiedlich. Mal müssen wir zahlen, wenn wir gewaschen haben, dann wieder zahlen, wenn wir, erst zahlen, dann waschen. Wie auch immer, auf jeden Fall sind wir froh, können wir endlich den Bus waschen, weil halb Spanien klebt daran, ist wirklich komplett dreckig und staubig. Ja, jetzt kannst du. Und jetzt drehen wir mal die Kamera. Unten rechts, genau. Wir sind da, das ist eine Waschanlage für LKWs eigentlich, oder? Richtig, genau, Waschanlage für LKWs. Aber was anderes schafft man ja nicht mit unserer 2,50 Meter. Wir können einmal reinkommen und nie wieder raus. Ja. Gut, da, der Kollege ist schon fleißig dran. Und jetzt warten wir einfach mal und melden uns, sobald die Kiste sauber ist. Ja. Wir sehen wieder rot. Jetzt geht's nach Hause und der flotte Feger fängt von innen an zu putzen. Ja, Quatsch. Und du filmst, oder was? Ja, nein. Neue Kamera ausprobieren. So, gut, wir fahren los. Stehen Schlange und wollen wahrscheinlich auch, weil wir stoppen alles zu. Bis dann, mach's gut. Bis später. Ciao. Also mal eben Auto waschen heute ist nicht. Also irgendwie ist der Wurm begraben heute. Jetzt sind wir versehentlich in der Ausfahrt runtergefahren, obwohl wir den Weg schon 1000 Mal gefahren sind. Von der Gemeinde, die eigentlich im Endeffekt hier Streuwagen etc. da parkt. Und standen auf einmal vor einem geschlossenen Tor. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt mussten wir das erste Mal in unserem Leben eine Notrufsäule anrufen, die dann den Pförtner ruft, der aber glücklicherweise zufällig mit dem Motorrad vorbeigekommen ist und dann das Tor aufmacht. Wir zeigen euch mal, wie das Ganze jetzt mit dem Tor aussah. Schauen wir mal, ob das mit der neuen Kamera geht. Fenster runter. Dahinter. Da war gerade ein geschlossenes Tor und da kamen wir nicht durch. Aber jetzt sind wir endlich wieder auf Kurs. Es geht nach Hause, kurz Essen machen, dann
Ran an den Speck, denn ohne Mampf kein Kampf. Ich habe Hunger. Ab zum Essen, oder? Wir sind beide schon wütend fast. Ja, diese innere Unruhe. Ich glaube, das kennt ihr auch alle, wenn einfach mal nichts klappt. So, weiter geht's. Ich habe keinen Bock mehr. Du auch, glaube ich, nicht mehr. Bis dann. Wie sieht's aus mit Essen? Ja, muss noch eine halbe Stunde in den Ofen, aber das kommt. Was gibt's denn Leckeres? Es gibt eine, wie sagt man das, Krautstiel, also ein Blätterteig, eingepackte Pastete. Oh! Mit Käse und Fleisch. Käse etc. Ohne Fleisch. Ohne Fleisch, ja, yummy! Hasenfutter! Ich merke, es ist langsam nicht mehr witzig. Gut, ich lasse dich langsam mal zu Ende kommen, weil ich verhungere. Ja, ich und auch. Du merkst, ja. Mir fehlen schon die Worte, bevor wir noch mehr kaputt machen. Ja. Okay. Ja, richtig fleißig gekocht hat, wir super gut gegessen haben und jetzt final im Dunkeln noch mal die Kamera ausprobieren, zu gucken, wie dort da die Lichtaufnahme ist. Trinken wir noch einen Kaffee. Juhu. Und dann geht's ab. Endlich an die Arbeit. Ja, richtig. Dann wird der Putzlappen geschwungen, der Staub wird rausgeholt und alles weggesaugt, was man nur saugen kann, sodass wir einen blitzblank sauberen Bus haben. Ja. Also, bleibt dran. Endlich geschafft, kurz vor 5. Nach mühseligen Stunden und Faulenzen, ist ja schließlich auch Wochenende, werden wir jetzt final unseren Bus putzen, saugen, striegeln. Und Nachbarin war gerade schon da, die wird uns die neuen Polster ausmessen, weil da kommt auch noch neuer Stoff dran. Also, ich glaube noch eine Stunde Arbeit und dann sind wir so weit. Und dann haben wir endlich Feierabend. Ja, super. Und los geht's. Fertig und der Bus ist geputzt von innen und von außen. Wir haben jetzt verdienten Feierabend. Juhu! Vollkommen! Und ja, die neue Kamera hat sich für uns eigentlich gut bewährt. Wir sind gespannt, wie das Video herauskommt. Für alle, die es interessiert, welche Kamera wir uns geholt haben, das ist die DJI Osmo Pocket 3. Oder? Richtig! Die Kandidatin hat 100 Punkte. Ja, ja genau. Und ja. Der Grund, warum wir uns die neue Kamera zugelegt haben, es war eine Empfehlung von Brigitte und Ernst. Ja. Die arbeiten schon länger mit den DJI-Kameras zusammen und wir hatten halt immer wieder Probleme mit der GoPro 12, welche wir zum Schluss benutzt haben, weil sie sich immer nach ein paar Minuten aufgrund von zu heiß geworden abgeschaltet hat. Jetzt wollten wir halt mal was Neues ausprobieren, inwieweit sich das bewährt. Das werdet ihr mit den nächsten Videos erfahren. Und zu guter Letzt noch die neuen Videos, die folgen, macht euch keine Sorgen. Und wenn wir die dann zeigen, dann werdet ihr auch sehen, was für ein Update wir
ja, eigentlich auf der Finca gemacht haben. Ja, und genau. Generell. Ja. Und bleibt dran, bleibt spannend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.